Rockrockfest gibt es dieses Jahr zum dritten Mal. Es ist ein Fest, das wir eigentlich selber initiiert haben, nachdem wir in der Schweiz auf einem Festival gespielt haben, das Rocktoberfest hieß. Und wir wollten sowas gerne in Landshut an den Start bringen, weil es nämlich überall im Umfeld von Landshut tolle Festivals gibt. Weigendorf, überall gibt es tolle Festivals, nur direkt in Landshut halt leider nicht. Und für die Rockfans haben wir praktisch hier versucht, ein eigenes Festival an den Start zu bringen. Jeder, der wo Bock auf Rock'n'Roll hat, ob er 76 oder 13 ist, ist herzlich willkommen. Natürlich die, wo jünger sind, die müssen natürlich früher nach Hause gehen. Leider, aber wie gesagt, es sind alle willkommen. Es darf für jeder kommen. Es ist auch von der Musiksparte her so breit gefächert immer, dass für jeden Musikgeschmack was dabei ist. Es spielt Crossplan, die sind Headliner, die machen so Motorhead-Style, so haut drauf Rock'n'Roll. Dann wir mit Rushmoon, wo für alles da ist. Also Balladen, Rock, Metal, alles. Dann spielt Q-Box, die machen mehr so Trash-Metal. Dann Burden of Life, die machen auch mehr so Trash-Death in die Ecke. Und dann Toro Cry Tempesta, und die machen mehr so Skunker Nancy-Sound. Also mit Frauengesang und so. Und das ist, glaube ich, eine super coole Mischung. Es findet in der Schachkaserne Landshut statt, das ist das Jukurz. Und das ist von dem her für uns total super, weil wir A, Metzgermatten ziemlich gut kennen, auch in der Kaserne proben. Und PA ist vorhanden, Licht ist vorhanden und die Infrastruktur ist einfach total top. Cheers.